Hallo Leute, heute gibt es den ersten Camp Relog und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Ja, ab heute werde ich diese ganze Geschichte mit Overnightern oder Besuchen im Camp ein Camp Relog nennen. Warum? Das ist der Grund ist ganz einfach und zwar ist das ja jetzt öfters meine Zuschauer, meine Abonnenten, hallo euch und Dankeschön, kennen das ja schon, also da kommt dann öfters ein paar Stichworte nur und das weist dann darauf hin, dass ich hier im Camp bin oder genächtigt habe und so soll das jetzt eigentlich in Zukunft auch sein, also und das einfach Camp Vlog heißen, Vlog und ein paar Stichworte dabei. Man weiß ja im Vornherein oft nicht so genau, was passiert. Zum Beispiel, dass da jetzt gerade ein Auto vorbeifährt, was eigentlich einmal in 100 Jahren stattfindet. Aber jetzt gerade, wo ich die Kamera angeschmissen habe, da eine feine Sache. Okay, jedenfalls seid ihr soweit informiert. Es geht weiter mit dem üblichen Programm und wir wollen schauen, was noch so alles passiert. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal alles so weit hier herrichten, dass wir ein schönes Wochenende hier verbringen können. Ja, im Augenblick sieht das Wetter sehr gut aus. Beim letzten Mal hatten wir schon einen Windschutz gespannt mit einem Tarp. Das wollte ich eigentlich diesmal auch machen. Falls es noch schlechter wird, mache ich das auch noch. Ich mache hier den Kehr aus, so ein bisschen dafür muss. Meiner Meinung nach, meines Erachtens nach, ist es so, dass dann ganz viel erstmal raus muss, am besten alles, und dann neu sortiert rein und da bin ich gerade dran. Ja, hier habe ich eine Feuerschale, da habe ich auch mein Nachtfeuer die letzten paar Nächte hier gemacht, um mich zu wärmen. Was ich zeigen will, ist diese alte Feuerschale, die werde ich jetzt dann mit nach Hause nehmen und neue Füße dran machen, weil diese Dinger sind sehr praktisch. Es ist wie ein mobiles Lagerfeuer. Ich finde das klasse und brauche einfach nur neue Füße und gegessen ist der Käse. Oder wie heißt das? Ja, in so einem Camp, ob es jetzt im Wald ist oder auch hier an einer Hütte beim Glamping Camping finde ich sehr praktisch, wenn man Sachen aufhängen kann. Hier habe ich eine Petroleumlampe, ein Grill und eine Tasse. Dafür benutze ich gekaufte Esshaken. Esshaken, nicht zum Essen, sondern zum Aufhängen. Das hier ist ein gekaufter. Dann habe ich zu Hause alte Heringe gehabt, ich glaube Heringe waren es. Da habe ich dann selber was ein bisschen draus geformt. Es ist nicht so wie gekauft so schön, aber es tut seine Funktion. Ihr seht hier schon, da hängt der Grill dran und Petroleumlampe. Und aus diesem Grund habe ich dieses, ich denke es ist ein Aufzuchtgitter für Pflanzen, ein Aufzuchtgitter für Pflanzen, hier hingehängt und das lässt sich jetzt variabel, kann man Sachen unten noch dranhängen oder eben diese Körbe, die ich hier habe, zusammen mit den S-Haken und so habe ich mir das vorgestellt. Ja, so sieht es jetzt mal aus. Das ist sehr variabel zu gestalten. Wenn ihr mal noch ein anderes Ausrüstungsteil oder ein anderes Interieurgegenstand mit dazu kommt, dann kann man das umgestalten, anders hinhängen, wie auch immer. Wie gesagt, wenn das Grundgerüst hängt, dann kann man da machen, wie man will. Es sieht lockerer aus, als es ist. Trotzdem sage ich, also ich habe hier 1, 2 und diesen ganz dicken hier, um für Sicherheit zu sorgen, das sollte auf keinen Fall zu locker sein. Ja, und wenn man so viel gearbeitet hat und so viel gemacht hat, dann
macht das natürlich auch Appetit. Man hat Energie verbraucht und deswegen wird es für mich jetzt erstmal eine Asia-Suppe geben. Und so habe ich diesmal die probiert von Netto. Meine ersten Asia-Nudeln, die Instant-Nudeln, die ich mir hier draußen gemacht habe, die waren vom Dieter vom Kanal Outdoor mit Billy. Ja. Bisschen windiger ist es schon geworden, aber ich weiß nicht, den Windschutz aufstellen oder nicht. Komm der. Sehr fein. Ja, der Lenny, die alte Liebe. Wer hätte gedacht, dass heute mal so warm wird, so sonnig. Das ist wirklich herrlich. Herrlich. Und ja, Nudeln waren auch sehr lecker. Und jetzt gibt es erstmal einen Chai. Hier im Baumhaus, das ist einfach irgendwie was Besonderes. Was ganz anderes als sonst. Auch die Aussicht hier, ne? Jetzt ist echt noch mal kurz die Ruhe vor der Nacht. Die letzten Sonnenstrahlen. Sehr schön. Ja, 19 Uhr ist es jetzt oder kurz davor und ich kann mir nichts Besseres vorstellen an einem Abend, an einem Samstagabend.
Ja, was haben wir denn? Frösche, 7 Grad, 6 Grad, 7 Grad. So, jetzt war ich mal bin ich mal ganz mutig. Und so habe ich das Feuer in den Türrahmen verlegt. Und es kann eigentlich gut abziehen. Man sollte sich halt nicht hinstellen. Ja. Und mal schauen, wie viel Grad hier drin sind. Nee, das kann doch nicht sein. Also, man sollte dann nur unten rein sitzend oder liegend. Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Jesus. Nebliges Feld und Vollmond. Es ist sehr hell. Es ist doch hier auch frisch, also bin da nicht so kälteresistent, wie ich gerne wäre. Ja, ein guter Indikator dafür, ob es auch hier drin genug Sauerstoff hat. Ist die Öllampe. Und sie flackert so vor sich hin. Hier haben wir unsere Heizung. Ja, das ist der Indikator dafür, ob hier genug Sauerstoff drin ist oder nicht. Ob wir demnächst ersticken. Hier ist das Feuer im Türrahmen. Ich weiß nicht, wie gut man das nachher sehen kann. Hey, guten Morgen, eine herrliche Nacht und ein herrlicher Morgen. Das Auto ist zugetaut, nicht zugefroren. Da kann man schön schreiben drauf. Wo zum Beispiel, naja. Und es ist ein herrlicher Sonnenschein an diesem Morgen. Wunderbar. Da hinten der Nebel noch im Tal. Und jetzt gibt's erstmal Kaffee. Hier überall am Zaun. Da hängen auch noch Tropfen vom Morgentau.
Jedenfalls eine herrlich warme Nacht für diese Jahreszeit und ein herrlicher Morgen. Also da kann ich nur sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Eher mit Wind und Regen, aber das ist ja fast schon sommerlich. Ja Leute, ein herrlicher Overnighter, ein herrlicher Sonntagmorgen jetzt. Und in dem Sinne sage ich zu euch, geht raus, daheim sterben die Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen.